Und dann lassen wir das Spiel mal weiterlaufen und ich sehe Miasma, aber schön kontrolliertes Miasma. Und sowas kann man übrigens ganz gut verhindern, wenn man es dann machen will, indem man die Türen einfach schräg reinsetzt. Dann können sie das Miasma gar nicht ausbreiten. Aber im Idealfall sollte auch kein vergammelter, gehackter Pferdeleberstücken im Zimmer rumliegen. Wessen Zimmer ist das? Fullop und Kirosumi. Mhm. Was macht ihr da mit zerhackstückelten Pferdelebern? Will ich gar nicht wissen. Aber warum ist es nicht wegtransportiert worden? Okay, ganz viele Klamotten. Na gut, das wird wohl hoffentlich gleich gemacht. Goblins sind auf dem Weg. Und auch Troglodyten. Whee. Müssen irgendwo im Flug sein. Dann gehe rüber ans Fenster vorbei. Na, die fallen immer ganz schön schnell. Zack. Jo. Oh, ein Überlebender wollte ich gerade sagen, aber nichts da. Dürfen jetzt alle nach und nach runterpurzeln. Oh, da hat einer überlebt. Aber Schaden genommen. Also, ich gucke jetzt nicht immer nach, weil ich hämisch gucken will, wie stark er sich verstümmelt hat, sondern primär, um zu gucken, ob der Bug wieder auftritt oder nicht. Da hat einer gar keinen Schaden genommen. Er hier, er ist nur gestunt. Das ist nicht gut. Aber dafür haben wir die Fallen drumherum. Also wir sollten wirklich nicht mehr als 10 Goblins auf einmal runterschmeißen. Und nächstes Mal muss ich einfach darauf achten, dass ich auch auf jeden Fall die Fuhr entwaffne. Da habe ich ja letztes Mal einen Fehler gemacht und da sind viel zu viele Goblins unten drin. Militärtrupp. S-Shift A. Dahin. Ihr müsst gleich wahrscheinlich da unten aufräumen gehen. Also, angeschlagen, gestunt, kein bisschen angeschlagen und bis an die Zähne bewaffnet. Ja. Aber es sind nur 5 Stück. Und sie haben nicht besonders viel Platz, um mit ihren Armbrüsten zu schießen. Also hoffe ich mal, dass unser Miliztrupp das einigermaßen schafft. Wenn er nicht irgendwann antanzt. Da wollte ich übrigens eh nochmal was nachgucken. Also M für Militär. S für Schedule. Hier ist alles wohl in Ordnung. Aber ich will jetzt gucken, wie viele Leute auf einmal immer aktiv sein müssen. Das hatten wir vor 20, 30 Folgen einmal Militär eingestellt. Dass halt immer nur 5 gleichzeitig da sein müssen. Damit sie nicht so schnell so grumpig werden. Aber ich habe ja meinen Verdacht, dass sie dann auch bei anderen Sachen halt immer nur zu 5 auftauchen. Auch wenn ich gerne alle hätte. Soll jetzt um irgendwas umzubringen. Hier war es aber anscheinend nicht. Ach, hier oben. 9 von 10 sind aktiv. Das ist doch vollkommen okay. Das heißt, einer ist immer erlaubt, dass er kurz Pause machen kann, was zu trinken holen und so weiter. Das heißt, eigentlich müssten in spätestens einer Minute hier 9 Zwerge stehen. Wenn nicht, dann läuft was falsch. Ich glaube, das sind ein paar mehr. Bestimmt schon ein gutes Dutzend hier. Auch wenn es satirisch unangenehm sein dürfte drin. Überall sind Käfige mit Goblins drin, die alle schreien und andauernd plumpsen neue Goblins runter und überall voll blutbeschmierte Ausrüstung. Ein Haufen Troglodyten, die dazwischen hin und her springen. Warum greifen die sich eigentlich nicht gegenseitig an? Oh, ich sollte mal Schlangen oder sowas runterschmeißen. Also einfach irgendwas, was Goblins angreift. Das wäre doch mehr interessant. Also ja, ich könnte auch Kriegshunde runterschmeißen, aber das ist doch ein wenig zu makaber. So, sind inzwischen 9 da? Nö, 2. 2 sind nicht 9. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Ich guck mal hoch in die Baracke.
So, einer rüstet sich aus. Noch einer rüstet sich aus. Ja, die brauchen wohl alle nur ewig lange, um die Ausrüstung zusammenzubekommen. Was ich aber nicht verstehe, denn eigentlich müssten alle Waffen hier und alle Rüstungen da oder umgekehrt sein. Das heißt, sie müssen nicht großartig zickzack laufen, um ihre Ausrüstung zusammenzubekommen. Miasma ist immer noch da. Runter, 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 runter. Ich schätze mal, es sind inzwischen 5. Einer. Och, Jungs, was macht ihr da? Es wären fast 2 gewesen, aber da hat er sich umentschieden. Kurz ein Fragezeichen über den Kopf bekommen und dann war es das. Was zur Hölle machst du? Füllt seinen Wasserschlauch auf. Da ist ein Brunnen. Oh. Die. Ups. Da fällt mir noch das Mikro aus der Hand. Also aus dem Ständer. Die vergessene Bestie Nargalak in Ruazanur ist gekommen. Ein großer Homonida, bestehend aus solidem Salz. Es hat 2 kurze Schwänze, hat einen aufgeblähten Körper und tödliche Spucke. Okay. Wo bist du? Das Spiel hat mich auf diesen Bildschirm geschmissen. Da unten. Das sieht doch fast genauso aus wie unsere fliegende Bestie. Die sind überall Troglodyten. Gut, hier bist du also. Nargalak, das Gift des Herzens. Wunden. Du hast einen Kopf, das ist schon mal gut. Haben wir was zum Abhacken? Also früher gab es das Problem, dass manche Gegner, vor allem diese zufällig generierten Gegner, bestimmte Körperregionen gar nicht hatten. Und dann konnten sie nicht sterben. Das ist schon ein wenig ärgerlich. Aber ja, er hat einen Kopf. Er hat einen Oberkörper, einen Unterkörper. Füße. Und 2 Schwänze. Ja, okay. Hast du irgendwas in der Hand? Nö. Dann gucken wir mal. Also er greift schon mal nicht die Troglodyten an. Sind die Türen zu? Ja, sind zu und verboten. Oh, ich hab ein Kich. Du, geh mal auf. Nee. Du, bleib mal zu. Ihr geht mal auf. Ich hoffe jetzt, dass die Bestie hier reinläuft. Entweder gleich eine Falle tappst, was ich aber irgendwie bezweifle. Oder dann hier sich vor die Tür deponiert, weil sie denkt, da ist der direkte Zugang. Dann mache ich die Tür auf und hoffe, dass die Goblins gegen die Bestie kämpfen. Das wäre doch mal schick. So, wo bist du, spuckendes Ding? Da bist du, spuckendes Ding. Du bewegst dich aber nicht sehr zielstrebig. Du musst dahin. Du musst Goblins töten. Ne, bin ich. Okay, gucken wir zum Miliz. So, jetzt haben wir hier 6 Zwerge. Da kommt ein 7. Das wäre jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt, um da anzugreifen. Und wenn wir länger warten, müssten wir eigentlich wieder eine Pause machen, damit sie sich nicht zu sehr aufregen. Aber komm, das ist unser Militär. Die dürfen nicht so viel rummurren. Lass einfach das Spiel weiterlaufen. Gucken wir, ob das Ding sich bewegt. Wenn ich es denn wiederfinde. Ja, da ist es. Oh, das sieht doch... Ha. Also es bewegt sich teilweise recht schnell. Aber immer nur so 10 Felder. Dann hört es auf. Ein bisschen wie Goblins bei einer Belagerung. Die stürmen ja auch einmal los. Und sobald sie dann eine Falle oder so tappen, dann bleiben sie stehen. Und das wirkt aber doch recht chaotisch. Die geht jetzt wieder nach unten. Ja, der ist nicht auf dem Weg zu unseren Türen. Schade. Wir könnten jetzt die Goblins quasi freilassen. Aber da laufen sie halt in die Fallen rein. Entscheidung, Entscheidung. Ja, komm. Ich habe keine Lust, dass irgendein Zwerg verletzt wird, nur weil wir gegen Goblins kämpfen wollen. Tür auf. Ja,
Alle fallen in die, alle laufen in die Fallen rein. So. Jetzt sind nur noch zwei Goblins über und zwei Fallen. Tür wieder zu. Und S-Shift-A töten. Die zwei. Na, das sind die, den Käfigen. Ach komm, bringt die auch um. Bringt einfach alle um. So, Enter. Tür ist auf. Tür machen wir auf. Ja. Die letzten beiden frei rumlaufenden Goblins sind natürlich gleich in die letzten beiden Fallen getappt. Und unsere Miliz schlägt jetzt nur auf Goblins ein, die in Käfige eingesperrt ist. Ein Mandat von Girugon. Zwei Crossbows. Und danach gucken wir nach der Bestie. Bone Crossbow 2. So. Ich sehe Troglodyten. Ich sehe keine Bestie, da mache ich lieber mal Pause. Okay, Einheiten. Einheitenliste, was sagst du mir? Andere. Ein ungebetener Gast. C. Wow. Das ging ja flott. Okay. Wir machen die Tür jetzt mal ganz kurz zu. Weil ich nicht will, dass unsere Zwerge dem Viech entgegenstürmen. Ich würde ganz gerne, dass das Biest erstmal hier langläuft und vor der Tür irgendwo stehen bleibt. Einfach um zu testen, ob das Biest in die Fallen tapst oder nicht. So, verbieten. Biest bleibt stehen. So, und ich sehe überall Zivilisten. Das ist nicht gut. Burrow-Befehl. MA Inside. Alle Mann hier raus. So, du gehst auf. Das Biest kommt näher. Unsere Jungs ziehe ich mal ganz kurz nach oben ab. S-Shift-A. M. Dahin. Damit sie nicht zu nah an das Biest rankommen und aggro werden. Die Türen sind jetzt alle offen, richtig? Ja, ja, ja. Okay, hat also freien Zugang. Na komm schon, du Scheißding. Ich weiß, du willst dich bewegen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, in deinen 10 Schritten, die du normalerweise machst, könntest du sogar bis zur Falle kommen. Das muss aber vorhin ganz schön zielstrebig hier hingelaufen sein, als die Tür offen war. So, und. Ja, es wird nicht von Fallen beeinflusst. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Also ich weiß, bei Drachen geht es, aber Drachen sind wohl was anderes. Was zur Hölle machst du? Unser Büro hört hier eigentlich auf. Aber dieser gute Mann hier, wie heißt du? Tammy. Einer unserer Staatswergen hat, bevor wir den Barrow-Befehl erteilt haben, den Befehl bekommen, geht doch mal runter und tauscht die Kisten, die Käfige aus. Okay, wir machen das anders. Wir machen es. Noch anders. Wir machen einen neuen Militärtrupp. Meinetwegen Hammertrupp. Und da kommt jetzt nur Tammy rein. Die verrückten Kristalle. Ja, das passt. Komm schon, wo bist du, Tammy? Du müsstest doch eigentlich ganz oben gewesen sein. Da. Nee, Tamani. Dann kommt sie alleine in einen Trupp. Den aktivieren wir sofort. Dann müsste sie ihren Ziviljob aufgeben. Alle Gegenstände, die sie in der Hand hat, fallen lassen und ihre Ausrüstung holen. Das wäre jedenfalls der Plan. Boah, viele Zwerge. Ah, ganz oben ist hier Tammy.
So. S, Shift, nicht Shift A, sondern Shift B. Move-Befehl dahin. Und bevor dem Move-Befehl nachgegangen wird, müsste sie eigentlich loslaufen und ihre Ausrüstung holen. Pause aufheben. Und ja, Kiffy liegt auf dem Boden. Sehr gut. Wird abtransportiert. Was macht die Bestie? Die Bestie hängt da unten rum. Ich erlaube mir mal einen Spaß. Ich schmeiß jetzt einen Goblin runter. Ja, das ist der perfekte Zeitpunkt. Ist ja nicht so, dass wir eine riesige Bestie vor der Tür haben. Aber ich will gucken, ob die Bestie den Goblin angreift oder nicht. Shift P. Oh, wir haben sogar noch einen Goblin, der hier hingebracht werden soll. Sehr schön. Warum auch immer er bisher nicht hergebracht wurde.